wenn nur dieses Spottlied nicht wäre. Armer Dr. Eisenbart, es hat seinen Ruf ruiniert. Ich bin der Dr. Eisenbart. Kurier die Leute nach meiner Art. Kann machen, dass die Blinden gehen und dass die Lahmen wiedersehen. Gloria, Victoria. Ihn gab es wirklich. Johann Andreas Eisenbart. Keine Legende, sondern ein ganz realer Chirurg der Barockzeit. Das Licht der Welt erblickte er 1663 in der Oberpfalz, in Oberviechtach. Sein Vater war der örtliche Okulist, Bruch- und Steinschneider, hat also etwa Leistenbrüche operiert. Und auch heute stolpert man an allen Ecken und Enden über den Dr. Eisenbart. Hier ist er getauft worden. Eine Kopie der Taufurkunde hält Ludwig Schießel, Lehrer und Eisenbart-Experte, in der Hand. Ein kostbares Dokument. Genauso wie der alte Taufstein. Wir sind stolz auf Dr. Eisenbart als Oberviechtacher und natürlich auch, dass wir ein Zeugnis aus seiner Zeit haben, das authentisch belegt, dass Eisenbart hier in Oberviechtach geboren wurde, zu Hause war und somit auch unser größter Sohn der Stadt ist. Die Oberviechtacher verehren ihren Eisenbart. Seit vielen Jahren schon halten sie die Erinnerung frisch mit eigenen Theaterinszenierungen. Johann Andreas Eisenbart zog als Wanderchirurg durch die Lande. Er operierte auf Jahrmärkten. Dort ließ er sich in Flugblättern und Zeitungsannoncen ankündigen. Die Chirurgie galt damals als Handwerksberuf, den man in langen Jahren erlernte, so auch Eisenbart. Er war also kein studierter Arzt. Als Wanderchirurg war Eisenbart in halb Europa unterwegs. In Preußen erhielt er vom König das Privileg, dort praktizieren zu dürfen, wurde gar königlich preußischer Hofrat und Hofokulist. Was für ein Aufstieg für den ehrgeizigen Chirurgen. Das Deutsche Medizinhistorische Museum Ingolstadt. Hier sind die typischen Operationsinstrumente aus Eisenbarts Zeit zu sehen. Professor Marion Ruisinger ist die Leiterin des Hauses. Das ist eine Säge, eine Amputationssäge aus dem 18. Jahrhundert. Wunderschön gearbeitet, schwer in der Hand liegend. Ein Präzisionsinstrument der damaligen Zeit. Und diese Säge diente dazu, den Oberschenkelknochen durchzusägen bei der Oberschenkelamputation. Eisenbart operierte in Gasthäusern. Zu betuchten Patienten kam er auch ins Haus. Besonders gut konnte er eine bestimmte Augenoperation durchführen. So galt er als geschickter Starrstecher, entwickelte auch Operationsinstrumente weiter. Mit einer besonderen Nadel verschob er die trübe Linse eines kranken Auges. Wenn alles gut lief, konnte der Patient tatsächlich wieder eine verbesserte Sehkraft zurückerlangen. Schwierige Präzisionsarbeit für den Wanderarzt. Der Patient saß in der Mitte auf einem niedrigeren Stuhl, der Chirurg auf einem etwas höheren Stuhl ihm gegenüber. Er hat die Beine des Patienten zwischen die eigenen Knie geklemmt, hat dadurch auch einen engen Körperkontakt. Hinten der Helfer stabilisiert den Kopf. Der Chirurg spreizt die Augenlider mit der linken Hand. Und dann hat der Operateur die Starrstichnadel aus der Tasche gezogen, hat sie erst noch einmal durch den Mund gezogen, um sie schlüpfrig zu machen. Und dann stach er mit der Nadel in das Weiße des Auges hinein. Und wenn alles gut gegangen ist, dann kann der Blinde wieder sehen. Das ist fast wie eine Wunderheilung, unheimlich öffentlichkeitswirksam. Und deswegen haben Ärzte wie Dr. Eisenbart diese Operation auch gerne auf der Bühne, auf dem Jahrmarkt durchgeführt, weil man damit richtig schön Werbung machen konnte. Eisenbart reiste durch die Lande, war auch in Frankreich, Italien und Österreich unterwegs. Zu Demonstrationszwecken lieferte er schon mal Proben seines Könnens kostenlos ab. 1701 fuhr er nach Frankfurt, wo er unter anderem den grauen Star und Leistenbrüche operierte. Ein junger Mann, der später selbst ein berühmter Arzt werden sollte, beobachtet ihn dabei.
Lorenz Heister wird somit zum wichtigen Zeitzeugen. Da beschreibt Eisenbart als einen damals berühmten Arzt und erwähnte darin auch die Tatsache, dass es damals in Frankfurt, in dieser großen Stadt, niemand gab, der sich diese Operationen getraut hätte. Das heißt, man war angewiesen auf diese fahrenden Spezialchirurgen und Eisenbart war einer der berühmtesten seiner Zeit. Irgendeine Art von Narkose zu verabreichen, war für den Chirurgen der Barockzeit undenkbar. Er stand mit dem Kranken während der Operation im Dialog. Der Patient musste zu dem, was der Arzt machte, bei vollem Bewusstsein sein Einverständnis geben. Es ist für uns schwer vorstellbar. Die Operationen in der frühen Neuzeit verliefen tatsächlich ohne Schmerzbetäubung. Man kannte zwar Substanzen, Pflanzen vor allem, die sehr wirksame Schmerzmittel gewesen wären, aber diese Pflanzen führen immer zu einer Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinseintrübung. Und genau das wollte man nicht. Für den Chirurg war es ganz wichtig, einen wachen Patienten vor sich zu haben. Das hieß natürlich auch einen schreienden, von Schmerzen gequälten Patienten. Für den Chirurgen war es deshalb wichtig, nicht weil er grausam war, sondern weil er dann sicher sein konnte, dass der Patient noch lebt. Ein Patient, der bewusstlos wird, der kann ganz langsam abdriften hin zum Tod, ohne dass der Chirurg der damaligen Zeit das irgendwie kontrollieren oder gar hätte steuern können. In diesem berühmten Handbuch der Chirurgie steht geschrieben, aus welchem Holz ein Arzt der damaligen Zeit geschnitzt sein muss. Er soll jung sein, eine ruhige Hand haben, darf nicht zittern, muss scharfe Augen haben, muss rechts- und linkshändig sein. Aber ganz besonders wichtig war, dass er dieser Situation gewachsen war, der Operation, bei der der Patient laut schrie. Und deswegen muss er unerschrocken sein und, wo es nötig, unbarmherzig. Wie hoch die Erfolgsquote bei Operationen war, das ist schwer zu sagen. Sicher konnte auch Eisenbart nicht allen Patienten helfen. Aber fest steht, er war ein angesehener, ernsthafter und erfolgreicher Chirurg. Und keine Witzfigur, wie er gerne dargestellt wird. Wow! Ich bin gut! Ich bin der Und schuld daran ist nur dieses Lied. Ich bin der Dr. Eisenbart. Dieses Lied haben wahrscheinlich Studenten gedichtet. Es ist der überhebliche Blick der akademischen Ärzte auf die nicht ehrbaren Handwerkschirurgen. Mit dem echten Eisenbart hat das nichts zu tun. Man datiert das Lied auf das Jahr 1800. Und zwar vermutet man, dass es in Göttinger Studentenkreisen entstanden ist. Studenten sollen das Sterbezimmer Eisenbarts Besuch haben in Hannover-Schmünden und dort auf die Idee gekommen sein, ein Lied über ihn zu dichten, eine Persiflage. Durch das Lied entstand eine Sagengestalt, ein fiktionaler Dr. Eisenbart. Ja, ich denke, dass sich die Sagengestalt Eisenbart, der fiktionale Eisenbart im Gegensatz zum realen, dann im 19. Jahrhundert irgendwie verselbstständigt hat, weil er bot sicherlich in seiner Form den Stoff für viele Gattungen, Roman, Oper, Operette, Erzählung, Theaterstücke. Es gibt auch eine Eisenbart-Oper. Der tschechische Komponist Pavel Haas hat sie in den 1930er Jahren geschrieben. Der Titel? Scharlatan. Er ist Programm. Eisenbart wird als Quacksalber dargestellt. In Oberfichtach möchte man hingegen den echten Eisenbart in Ehren halten. So hat man dem großen Sohn der Stadt ein Museum gewidmet. Es soll dessen Leben und Wirken dokumentieren. Diese kleine Abteilung hier. Ludwig Schießel und Karl-Heinz Feussner möchten die Dauerausstellung weiterentwickeln. So ist auch eine Art historische Apotheke zu sehen, denn Eisenbart hat auch Medikamente hergestellt. Karl-Heinz Feussner ist Apotheker und mit der derzeitigen Auswahl nicht ganz glücklich. Diese Standgefäße sind zu modern. Die sollten durchaus mal durch Standgefäße ersetzt werden, in diesem Stil, die aus dem 17. Jahrhundert sind, dass wir den Eindruck einfach besser wiedergeben können.
Eisenbart hat ja sehr viele Medikamente selber hergestellt. Zum Teil, weil wegen der Verfügbarkeit, ein Antransport hat ja enorm lange gedauert, wenn der aus dem Ausland kam. Und er hat ja auch in Magdeburg in seinem Haus zum Goldenen Apfel eine eigene Arzneimittelproduktion gehabt. Wir haben ja hier so ein Labor als Fotografie schon einmal da, dass man einen Eindruck bekommt, wie Arzneimittel hergestellt wurden. Es ist nicht alles. Eisenbart hatte wahrscheinlich Gehilfen, die in der Produktion für ihn tätig waren, wenn er wieder mal auf Reisen war. Und so wurden die Kräuter bearbeitet. Aber was also eigentlich ein sehr schönes Beispiel ist, ist dieser Holzklotz, auf dem er früher einen großen Mörser draufgesetzt hat, in diese Vertiefung hier, und hat dann über einen Seilzug mit einem Pistill die Kräuter kleingestampft. Das ist aus Metall. Das ist Keramik. 1703 erwarb der Medikus in Magdeburg ein großes Anwesen. Eisenbart war mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer geworden. Hier führte er Operationen durch und entwickelte neue Medikamente. Er hat mit Sicherheit sehr viel auch experimentiert. Wir wissen das auch aus seinen Flugblättern. Teilweise tauchen Medikamente auf, eine bestimmte Zeit lang. Und nach ein paar Jahren bietet er die plötzlich nicht mehr an. Hat er gesehen, das ist nicht so erfolgreich. Er hat was Besseres inzwischen entdeckt. Es war reine Empirie. Auch in diesem Jahr werden die Oberfichtacher Dr. Eisenbart-Festspiele veranstalten. Viele Hobbyschauspieler aus dem Ort werden bei diesem Spektakel mitwirken. Im Mai und Juni ist es dann soweit. Hier schon mal eine kleine Kostprobe. Hochgeehrte Herrschaften, ich bin der berühmte Eisenbart, der hochedle, hocherfahrene und weltberühmte Johann Andreas Eisenbart. Florian Waldherr gibt den berühmten Sohn der Stadt. In dem Stück wird auch sein Aufstieg zum erfolgreichen Wanderarzt gezeigt, der sich gegen Neider und Konkurrenten durchsetzen kann. Und Hofokulist zu Magdeburg. Wie wird Eisenbart genau dargestellt? Ja, der Eisenbart im Stück versucht, dem historischen Eisenbart schon nahe zu kommen. Er ist ein menschenfreundlicher Eisenbart. Er ist derjenige, der die Armen umsonst kuriert, der ist ein Idealist, der aber trotzdem ein Erfolgsstreben hat. Und ich meine, gerade auch im Spektakel sehen wir schon auch einen Eisenbart, der dann weiß, was er wert ist und das auch nicht hinterm Berg hält. Johann Andreas Eisenbart ist als Arzt neue Wege gegangen, hat mit seinem Talent die Chirurgie weiterentwickelt. Er ist also Teil der seriösen Medizingeschichte geworden. Es lohnt sich, ihn zu entdecken.